Willkommen zurück zu Bonds of the Skies. Im letzten Part haben wir... Ah, das sind die dann, sehr schön. Im letzten Part haben wir einige Sidequests gemacht und auch ein bisschen Story. Wir haben uns in Dragonica nochmal umgeschaut, weil wir halt wieder dahin sollten. Und jetzt können wir quasi die Welt so erkunden, wie wir wollen. Wir sollen nach Rig, aber auch gleichzeitig meinte Nogard, ja, ihr könnt überall hingehen und so gucken. Das haben wir ja schon gemacht, als wir das Schiff bekommen haben. Wer die Welterkundungspart sehen möchte, kann das ja gerne sich anschauen. So, kann ich jetzt, Moment, kann ich mit der Einfähigkeit... Moment. Carswan, kann ich jetzt hier zum Beispiel das hier kurz... Nee, Moment. Nee. Ich wollte jetzt hier mit dem Skill quasi ihn zurückwandeln, aber das geht scheinbar nicht. Da braucht man wirklich das Item für. Schade. Wäre sehr schön gewesen. Aber ich habe ja inzwischen genug Panchoirs, deswegen ist das nicht so schlimm. Ja, und wir haben noch momentan einige Sidequests auf dem Meer, wo wir Monster besiegen müssen und so. Und deswegen bin ich hier halt gerade so ein bisschen dabei, einfach irgendwo hier rumzufahren, um mal zu gucken, dass wir ein paar Gegner mitnehmen. Weil, warum nicht? Ich weiß gar nicht, welche Monster alles, aber irgendwelche auf jeden Fall. Aber ich denke mal, das werde ich offscreen vor allem machen. Ich will jetzt nur noch ein bisschen hier kurz gucken, dass wir alles hier machen. Oh ne, nicht Pancho, please. Ich will nicht im Pancho-Status sein, das ist doch uncool. Und ich sie auch noch. Wenigstens macht der Pancho-Status keinen Effekt auf die normalen Angriffe. So, ja. Ja, okay, wir gucken uns jetzt nicht weiter um. Wir gehen jetzt hier an Land und gehen nach Rig. Das war doch hier, oder? Die Stadt. Ich glaube ja. Oh, Blue Gummy, der ist neu. Und eine Hobgoblin. Die Gegner waren auch das letzte Mal ja nicht so, noch nicht so krass, oder? Ich glaube ja, eine Poison Bomb, sehr schön. Jetzt bin ich einfach ein Panther. Es ist irgendwie süß gemacht, finde ich. Ups, nach oben muss ich sagen. Was kommen sonst noch so für Gegner in der Gegend? Oh, ein Killer Bunny. Die sind doch neu, oder? Gab es das letzte Mal auch schon? Ich glaube, nein, was macht der gerade die ganze Zeit? Dormir. Der bringt ihn immer wieder zum Schlafen, obwohl er schon schläft. Wow. Okay, cool. Gibt es auf jeden Fall einige neue Monster, das ist klar. Aber wir gehen jetzt mal in die Stadt rein, würde ich sagen. Wir haben uns die auch schon mal angeschaut. Das heißt, Erkundung können wir eigentlich heute absagen. Okay, außer eventuell gibt es da halt noch irgendwas Neues oder so. Das ist Rig. This town is protected by the Lightning Cream, our Lord Pritz. Wow, what's he like? Pritz is the Cream Hour born from Lord Nogard. And Pritz has a bit of an aggressive personality. I'm scared. You'll be alright, I'm here with you. I wish I could be that confident about things. What's up, Isle? It's really difficult to change my way of speaking. Can't I be just a little bit polite? Kann er nicht einfach er selbst sein? We decided this back in Dragonica, right? Right, but don't worry, you don't have to try too hard. I'll do my best. Little by little, at least give it a try, leader. Okay. By the way, it doesn't seem like there was any attack here. It certainly seems like that. Come on, let's get searching before an attack occurs. Quatsch. Occurs stand da, nicht curse. Do you remember that cave not so far outside the town? Don't you think there's at least a chance that the Grimmama might be there? The Grimmama might be there, blah, eben. Taking everything into consideration, it seems like it. I'd say he's almost certainly there. How can you say that with such confidence? There's no specific reason, but I do sense some power coming from the south. Of course, he's a bit like you or Arthur Ego, isn't he?
I suppose so, but even if he is my alter ego, his character is completely different. I can only sense his power if he is fairly close. Hang on, in that case, wouldn't it be better if we head south before looking around the town then? We can't do that, Avi. We need to tell them what we're doing and get permission. Let's not worry right now about whether we get permission or not. Anyway, I only sensed Brits after we got inside the town. I'd say I must be sensing some power connected to the Kumawa statue here. So in the end, we need to look around the town then. Correct. In any case, we need to gather some information before we do anything else. Yeah, we need to make sure we can deal with even the fierciest, craziest monsters. So, gibt's neue Quests? Nö. Haben wir das schon angenommen. So, ja. Wir waren ja schon mal hier, deswegen, ich weiß nicht, lohnt sich es nochmal hier zu erkunden? Keine Ahnung. So. Ja, wir waren halt ja schon mal. Der will irgendwas für seine Tochter. Und die Tochter wollte ja, glaube ich, einfach nur Zeit mit ihm, verbringen. So, hello, I am the mayor. I am indeed the mayor. My name is Roy. Sorry for being so direct, but we want to enter the cave to the southwest of here. That cave belongs to this town. You cannot enter without the permit. That's why we are here now, to get the permit. I see. However, I don't know why you want to visit the cave. Well, I see. You want to search for the Kremoras. It's up to you whether you believe us or not, but that's the truth. I have to say, there is something not quite believable about your story. Maybe there is. As you know, this town has almost no links with other towns. In order to survive here, we've had to carve out our own future. That's going to be the case from here on too. We protect ourselves by ourselves. I believe that here in Rick, that is completely possible. What if something that you absolutely couldn't prevent came along? There is nothing absolute in this world. What do you mean by that? That's enough talking, please leave. What? Hey old man, we're talking about a danger to the whole world, and you're still not going to give us a permit. Alright, what proof do you have that you are partners of the Kremoras? How can you prove that you are not lying about this danger to the world, and using it as an excuse to come and steal resources from our town? How dare you? Unless you can prove at the very last, at least that you don't have any hostile intentions, then there's no way that I can give you what you want. Please leave. Wow. Das ist ein böser Typ. Aber wir haben halt die ganze Stadt eigentlich schon ausgeraubt. Also wir haben eure Ressourcen schon geklaut eigentlich. He's so stuck in his ways. You were like that too in the beginning, X. Ouch, you really know what to hurt people, do you? How to hurt people? Hey, do you think we've got time for you two to be messing about? What are we going to do next? Good question. What do you think, Isle? Well, we can't use brute force. So what are we going to do then? Right now we've no other way of getting into the cave. There's no point in getting all worked up and trying to use force, I'd say. I said. Isle's right, this time. Okay. Isle, what are we going to do? Let me think. Let me explain everything again and try to get him to believe us. That's about the only option we have. That mayor is so obstinate, though. I think it's going to be impossible. Maybe, but we have to try. Come on, let's go. Ah, a demon! It's attacking! Escape, no! All of a sudden, the demon set fire to the town and then just disappeared. The whole town is a sea of flames. Start firefighting as quickly as you can. That's more important than anything. This town is not going to be lost without a fight. Yes, sir. Mayor, the flames are too strong. We can't put them out. We are surrounded by flames on all sides. What on the earth? Right, make sure the citizens evacuate. I'll get out there myself and start guiding them to safety. It's the same as in Dragonica. This is not the time for daydreaming. You're right, Avi. Okay, I'll head east. I'll go west. I'll go to north then. Everyone be careful. Don't
overdo things. Wow. Right, that's everything sorted. Is everyone okay though? Are you both okay? She's a long Pancho. It was an easy piece of work. All we had to do was put the flames out. I managed it in no time at all. Warum kommt Eil vom Westen, wenn er nach Norden gehen wollte? Egal. It doesn't seem like there's any damage to the town either. Oh! What was that voice? It's the mayor's voice. Where is it coming from, though? Over there, in the edge of the town. From down that narrow alleyway. Why is he there? Who knows, but let's go. Wow. Wo jetzt genau? Ich habe jetzt nicht aufgepasst, tut mir leid. Hier oder was? I'm surrounded! Mayor, we're coming to help! Wow. Super, ich bin voll noch angeschlagen. Aber okay, meinetwegen. Meinetwegen. Die Gegner sind ja ganz einfach eigentlich. Au. So. Bam. Sehr schön. Oh, thanks for your help. Don't worry about it. Why were you in a place like this, though? I was checking things. If you assume that there's nobody left in the town in an emergency, and then there are casualties, you're as good as finished as mayor. Mayor. However, it seems I overestimated my own strength, and by extension, the strength of this town. Let me say it once again, you were a real help. Du hast das zum ersten Mal gesagt, aber okay. Thank you. We only did what anyone would have done. Don't you think we've proved our strength now? Don't think about calling us hostile again, not after we helped you like that. You never let up, do you? But it doesn't seem that I was wrong. Quatsch. But it does seem that I was wrong. Ups, ich habe jetzt aus Versehen den Text weggedrückt. I'll give you a warrant, oder so. Ich weiß nicht. Ich kenne das Wort, ich weiß, was das heißt, aber ich kann es nicht aussprechen. So, ja, aber erstmal will ich kurz übernachten gehen. Was sagst du Spannendes? Erstmal übernachten. Aber passiert nichts, schade. Ich hab gehofft, irgendwas passiert vielleicht. Okay, der Pancho-Status geht durchs Übernachten nicht weg. Das ist uncool. The world's a big place, auf jeden Fall. So. So, zurück zum Bürgermeister, bitte. Mayor, are you alright? Not injured, are you? Luckily, I got away with only a few cuts. I'm fine. That's good news. Anyway, not wasting any time. Okay, this is the warrant. Sehr schön. Thank you. It is I who should be thanking you. We here have always tried to stand on our own two feet, but it seems that we might have been going about things the wrong way. Over the years, bonds between us have been lost. But now it seems that you are rebuilding those bonds for us. We didn't think about anything as noble as that. That may be the case, but there is no doubt that you have forged bonds for us. What do you mean? What I mean is that your actions may have had effects that you never expected. Now then, is there anything else we can do for you? Is there anything? They should pray that we can achieve our objective. Please pray for us, that's all. Pray? Praying is becoming nothing more than a formality these days. I never thought anything like that would be of any help to you. Still, I'll tell everyone to get praying. We'll be off then. Okay, the cave is to the southwest. I'll be praying for your luck in battle. Come and visit again anytime. Okay, machen wir. Vielleicht. Nie. Ich frag mich, wenn der Stranger ist, von dem der Typ redet. So, in der Cave waren wir ja schon mal. Caves of Sands. Gehen wir mal rein. Please go on. Mache ich. So, Rosso. Hallöchen, Rosso. Was bist du denn für ein Gegner?
Ich bin schon gespannt, wie der Mauer sein wird. Ist hier oben der richtige? Oh Gott, Hilfe. Ich gehe erstmal nach unten, würde ich sagen. So, rostiges Eisen. Und mehr Russos. Oh Gott, sie können echt nichts. Aber ich bin ja auch schon ziemlich hoch gelevelt. Welches Level eigentlich? 43, nice. So, hier haben wir erstmal Eisen, sehr schön. Und Salpeter. Und noch ein Kampf. Marder, holy shit. Okay, was ein easy Gegner. Was ist das denn für ein Status jetzt? Keine Ahnung. Hat der auch scheinbar nur einen Kampf. Was war das? Ich weiß es nicht. Irgendwas Seltsames auf jeden Fall. Egal, hinterfragen wir es nicht. Oh, Anima. Sieht auch nicht wie aus wie Anima aus Final... Oh Gott, Hilfe. Aus Final Fantasy 10, zum Glück. Die wäre noch ein bisschen stärker. Noch ein ganz kleines bisschen. So, dann machen wir ein bisschen Heilung, würde ich sagen. Sehr schön. Und nach oben. Bam, badadam, bam, 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 bam. Aber mal gucken, was es so Schönes gibt. Oh, Sang, der neue Gegner. Sehr schön. Ich frage mich, ob irgendwelche von den Gegnern, die wir gerade besiegen, für Quests gut sind. Ich hoffe es doch mal. Ich sehe schon, die Höhle ist sehr komplex. Oh nein, schon wieder Teleporter oder was? Plasky. Was ist das, was ich gerade bekommen habe? Ich habe keine Ahnung. Hab ich diesen komischen Status? Was ist das? Keine Ahnung, egal. Items. Hier sind die ganzen Seeds. Materials. Wo ist das denn? Bin ich dumm? Oder habe ich mich voll verlesen irgendwie? Ich habe keine Ahnung, was das war. Das ist hier schönes Nix. Oh, cool. Goddess Cookie, nice. Ein göttlicher Keks. Und wo sind wir jetzt? Aber okay, die Kämpfe sind einfach, die gehen ganz schnell. Das ist nett. Bringt mal Anima ganz schnell um. Oh Gott, er ist tot, scheiße. Egal. Sind da im Kampf wiederbelebt eigentlich? Ja, perfekt. Das hoffe ich, schneide ich raus, wie ich niese. Weil das ist bestimmt ziemlich laut im Mikro. Okay, jetzt bin ich einfach nur ganz rechts, alles klar. Aber die Höhle ist bisher noch relativ übersichtlich, finde ich zumindest. Also es geht voll klar. Noch. So, Moment. Okay, hier ist der Anfang. Okay, alles klar. Also ich war jetzt ganz oben links. Ich gehe jetzt das hier der Reihe nach ab und gehe jetzt nach rechts. Also immer weiter nach rechts. Also von links aus immer weiter nach rechts. So. Könnt ihr bitte aufhören, Dings umzubringen? Das wäre ziemlich cool. Level up, sehr schön. So, hier ist Use Skills. Gut, der Weg jetzt hier. Mit mehr rostigen Eisen, sehr schön. Und weiteren Rossos. Sehr schön, und zwei Level-Ups.
Und hier geht's wahrscheinlich weiter, schätze ich mal. Okay. Ich mache mal ganz kurz die Gegner aus. Weil ich mal zurückgehen möchte. Weil wir hier 100 Pro noch nicht alles haben. Ist hier noch irgendwas? Ja, guck meiner an. So. Und hier, von hier kam ich ja gerade eben, oder? Das war das, wo ich... Ja, genau, okay. Die Höhle ist auf jeden Fall übersichtlicher als die letzte mit den Teleportern. Da unten war auch nichts mehr weiter. Hier war noch der Raum in den Schatztruhen, genau, perfekt, okay. Ich muss mich da immer 10-mal versichern, Leute, ihr kennt mich. Gut, dann können wir jetzt den nächsten Bereich vordringen, wo ich die Encounter wieder anmache. Ich mache die jetzt nur aus, um halt, It's cold enough, I don't like it so much. Nein, ich... Nein, hör auf. Das war falsch. Ich mache die auch nur aus, um halt kurz mal, zurückzulaufen. So. Aber wenn ich die komplett aus hätte, wäre es auch langweilig irgendwie. Und ich muss ja auch ein bisschen leveln, deswegen wäre das auch relativ sinnlos, die auszuhaben. Sonst levele ich ja nichts. Wobei, ich bin ja auch schon relativ gut gelevelt eigentlich, aber ihr wisst, wie ich das mache. Ich mache. So, noch mehr Animas. Die auch weiterhin schön sterben. Ah, es macht wieder Spaß, der Dungeon hier. Der ist echt cool, ich mag den. So. Der schadet sich immer selbst so ein bisschen, kann das sein? Eisen. Wundervoll. Ich wurde übrigens unter einem der letzten Parts auch gefragt, ob ich schon das nächste Chemco-Projekt in Planung habe. Nur mal so. Ja, lasst mich erstmal das fertig machen, bitte. Das wäre sehr schön. Aber ja, ich habe schon den nächsten Chemco-Projekte so im Kopf. Ihr könnt mir auch gerne Empfehlungen machen, was ihr noch so für coole Chemco-Spiele kennt. Aber ich habe das nächste schon so im Kopf, was ich gerne spielen würde. Aber wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was noch gut sein könnte, es gibt ja genug momentan im Switch eShop, die machen ja sehr viel. Dann, ja, gucke ich mir vielleicht mal eins an, was ihr auch empfehlt. Es gibt auch ein paar für ein 3DS. Und als nächste kann ich schon mal sagen, wird auch für ein 3DS sein. Weil mich das ziemlich anspricht von der Idee her. Aber das werdet ihr dann sehen. Das werdet ihr dann sehen, welches ich meine. So. Wenn es denn soweit ist. Erstmal wird das hier fertig gemacht. Und hiernach, das startet auch nicht direkt hiernach. Weil ich habe es schon oft erwähnt, wenn ich hier durch bin, möchte ich erstmal ein bisschen meinen Kanal aufräumen und die Projekte ein bisschen zurückschrauben, dass nicht irgendwie 110.000 LPs gleichzeitig laufen. Das ist ja immer so ein Problem meines Kanals, das schon immer bestanden hat. Ist das nicht Meister Dings, der mich zu Beginn des Spiels trainiert hat? Was macht der denn hier? Ich speichere mal ganz kurz, weil ich ein bisschen Angst habe, dass jetzt irgendwie ein Bosskampf kommt oder so gegen den. So. Hallöchen. Oh, Master, it's been a long time. Oh, it's you, Arl, is it? I've heard lots about what you've all been up to. I hope you're not disappointed. By the way, this Lars. You mean me? Let me awake the power sleeping within you. Hey, wait. Ja, ich wusste es doch. Also, ich schätze mal, wenn es jetzt hier schon so anfängt, dass wir den noch mehrmals im Spiel treffen können und der dann irgendwelche krassen Sachen uns beibringt oder so. Keine Ahnung. Zumindest wirkt es gerade so, dass wir ihn noch mehrmals treffen werden. So, sehr schön. Masters... Ah! Guck mal, ich habe im letzten Partner darüber spekuliert. Looks like I was wasting my breath. Wonderful, now let me teach you this skill. Chakra. Your master, he's got a pretty strong personality, hasn't he? He acts as he looks, don't you think? Yeah. Let's meet again soon. Cavebeer. Ist er der Cavebeer gewesen oder was? Okay, cool. Ja, nett auf jeden Fall. Damit können wir jetzt in Dragonica in seinen Raum rein und da bestimmt irgendwas Cooles finden. So, hier unten geht es dann weiter, deswegen
mache ich nochmal den Encounter aus und gehe zurück. Ob ich noch irgendwas vergessen habe, aber ich glaube nein. Von hier kam ich ja. Genau. Man weiß auch nie, ob irgendwelche Wege an den Wänden halt sind. So ganz böse oder so, keine Ahnung. Sieht auch komisch aus hier. Es ist immer so böse alles. Aber ich habe, glaube ich, alles. Sieht zumindest so aus. Dann gehen wir aber in den nächsten Bereich. Mal gucken, wo der Boss hier kommt. Eigentlich würde ich liebend gern die Monster auslassen. I love the season da gerade bei Lorelei. Aber das können wir nicht machen. Das wäre ja ein bisschen dumm. Oh Gott, Hilfe. Da müssen wir jetzt wohl höhere Geschütze auffahren. Wenn es nervige Gegner sind. So viele Gegner vor allem. Poison, ja, sehr schön. Hier geht's rein. Sehr schön. Jack in the Box, sehr schön. Da oben ist der grüne Kristall. Wahrscheinlich ist dann da das Ende des Dungeons. Ich bin schon gespannt, wer der oder wie der nächste Klimauer aussieht und so. Also halt wirklich. Ich finde die beim Design hier alle bisher echt cool, muss ich sagen. Am liebsten ist wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Kann ich mich schwer festlegen. So. Aber es sind echt einige coole Klimauers. So, au. Aber da oben ist ja eh gleich der Kristall. Deswegen ist es egal, ob ich jetzt hier sterbe oder so. So, tschüss. Und Level Up für sie, nice. Hier fliegt so eine kleine dumme Fliege rum, die nervt mich voll. So. Sehr schön, einiges an Salpeter. Und noch ein Anima ausschalten. Ach, es fühlt sich gut an, dieses Spiel zu spielen. Ja, ehrlich gesagt, wirklich, es ist echt. Es fühlt sich echt wirklich sehr an wie ein wunderschönes altes SNES-RPG. So. Das da oben war wahrscheinlich gerade der Klimauer. Okay, so ein komisches Tierwesen auf jeden Fall. Ist hier noch irgendwas? Kann man hier noch irgendwie. Da ist eine komische Treppe, die verunsichert mich. Wo führt die hin? Von wo kommt die? Ich weiß es nicht. Ich würde jetzt lieben gerne die Kamera mal voll drehen, irgendwie, dass ich da hingucken kann, was da ist. Aber okay, scheinbar habe ich dazu keine Möglichkeit. Okay, dann kümmern wir uns jetzt um Mr. Klimauer auf jeden Fall noch. Ja, der Part. Wir haben noch ein paar Minütchen Zeit, komm. So. Hallöchen. Who are you? Prince, it's been a long time. That voice, it sounds like my father. What do you want? It's about Dreadnought. You must have felt something too. To be sure, I sense his power in many places across the world. We need to put a stop to him and we need your help. That's why we've come. Yes, okay, but one condition. Are the humans here with you worthy of my assistance? I need to check. I guess there'd be some sort of test. Well, you didn't expect things to go completely smoothly, didn't you? Did you? Is everyone ready anyway? As if you need to ask, it's what we expected after all. Interesting. Right, I'm not going to hold back. Let's see how strong you are. Okay, gegen Pritz und mit komischen anderen Gegnern, alles klar. Gehen wir erstmal voll auf die anderen Gegner. Okay, er macht einiges an Schaden, das ist böse. Und die kleinen Anima-Viecher auch, das nervt mich jetzt schon. Okay, null, cool. So. Und das sind definitiv heilen, ansonsten geht das hier ganz schief. Sehr gut. Aber wir sind sogar schon bei der Synchro, geil. Wie viel Schaden macht das? Du
heilt's nochmal. 666, nice. Oh, das ist gut. Spinning Slash. Synchro. Und Splash. Nice. Au. Okay. Heilung, weil sonst geht das ja schief. Sehr gut. Ja, das sollten wir hinkriegen. Das sollten wir hinkriegen. Ice Storm, ich mach das. Ah, nicht so viel. Aber jetzt in der Runde müsst ihr eigentlich nicht sterben. Ja, perfekt. Cool. Hermit's Chain. You're pretty good. So, no complaints then, right? You're not going to ask us to fight again or anything, are you? Well, I don't mind fighting again. I don't put ideas in his head. It was a joke. It didn't sound like one. How about it then? We want you to lend us your power. Even from here in the depths of this cave, I've sensed what you've been doing. I was willing to lend a hand without any test or anything. Why did you wait till now to tell us that? It wasn't your strength I wanted to check, it was mine. I've been sleeping here for such a long time. And I wanted to check if my power would actually be of any use. Anyway, I'll help you. Yay! You know, he's a bit like Isle, isn't he? His lack of confidence is certainly like Isle. I don't lack confidence, do I? See, that's what I mean. Oh, you could be a bit more confident, you know? Yeah, look alive, leader. Alright, I'll try. That's just what I expected you'd say, Isle. You are also mean to me. Right, I'm going on ahead. Hey, wait! Okay, jetzt können wir hier irgendwas machen bei Primoa. Bronze Attack. Oh, ja, hat auch schon einiges gelernt. Wo können wir denn... Ah, hier können wir... Hier können wir wechseln! Ich dachte, das kann man hier bei Kimura auswählen. Bei Formation kann man also wechseln. Ja, aber du sollst wieder Titanos bekommen. Ich gehe jetzt mal bei ihnen auf Pritz, würde ich sagen. Gucken wir uns das mal an. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall... Also das hier will ich behalten. Lightning Magic Attack on all enemies. Cool. Oh, ich kann auch stehen. Das will ich auch machen. Okay, und der hat auch ein paar andere Skills hier noch dabei. Ja, aber das ist nett. Okay, cool. Jetzt weiß ich auch, wie das geht mit den Umstellen. Nett. Ja, cool, okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Wir werden im nächsten Part nochmal nach Rick gehen, zum Bürgermeister, ob da noch irgendwas passiert. Aber ansonsten war es das für heute. Bis dann, ciao. Euer V-Road, tschüss.